Tanja, Thomas, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Es ist hier super gemütlich. Wir haben uns hier gleich ganz, ganz wohl gefühlt und man fühlt sich so von Herzen willkommen. Aber so kenne ich euch, ja. Dankeschön. Dankeschön. Ja, ihr seid die maßgeblichen Mitbegründer von Herborn steht auf. Ihr habt mehr als 1000 Leute, friedliche Menschen auf die Straße gebracht für Selbstbestimmung, für Frieden, für Freiheit, für Menschlichkeit. Erstmal danke dafür, dass ihr euch da so eingebracht habt. Ja, danke für die lieben Worte. Sehr gern. Ja, wir wollen heute sprechen über eine Lichterkette, die letztes Jahr vor Weihnachten stattgefunden hat und jetzt mit einem Gerichtsurteil endete. Erzählt einfach mal ein bisschen, ihr seid ja schon länger auch sozial engagiert. Was habt ihr da so gemacht? Schon von meinem alten Unternehmen aus habe ich unwahrscheinlich viel gespendet, auch an geradezu auch zu Weihnachten. Wir haben keine großen Weihnachtsgeschenke mehr gemacht an die Geschäftspartner, sondern für soziale Zwecke gespendet. Ja, 2015 habe ich für 83 Flüchtlingskinder, die bei uns in einem Gymnasium untergebracht waren, Weihnachtsgeschenke gekauft, habe mir ein Weihnachtsmann-Kostüm geholt und bin dann spontan Heiligabend da rein und habe Weihnachtsgeschenke verteilt. Und das war ein unglaubliches Erlebnis. Es war auch ein bisschen crazy. Wir mussten hinterher in den Klassenraum flüchten. Ja, das war echt irre. Ja, und so war jedes Jahr irgendwas, wofür ich mich dann engagiert habe. Und ja, wir haben uns dann 2019 kennengelernt und haben dann zusammen bei einem Bekannten in Lübeck, in der Nähe von Minden, meiner Heimatstadt, einen Weihnachtszauber in einem Privatgarten veranstaltet. Also es war unglaublich, was da aufgefahren wurde. Kannst du ja auch noch mal was zu erzählen? Ja, das war ein privates Haus. Das wurde richtig wunderschön geschmückt. Also die Außenfläche wunderschön geschmückt. Weihnachtlich, ein richtiger Weihnachtszauber, sodass die Kinder reingehen konnten durch einen Wald, durch einen Winter-Wonderland-Wald, sind empfangen worden von einem Wichtel, der die dann abgeholt hat zum Kakao trinken und Waffel essen. Wer war der Wichtel? Ich. Okay. Ja, und wurde dann weitergeleitet oder weitergegangen zu einer Märchenerzählerin, die hat dann wunderschöne Märchen erzählt. Mhm. Es wurden wunderschöne Bilder gemalt, die angestrahlt waren. Also das war richtig, richtig schön. Und nachdem dann die Märchenerzählerin fertig war, dann hatte dann der Weihnachtsmann, der hatte so ein Go bekommen. Der hatte dann geläutet und dann wurden die Kinder durch einen kleinen Weihnachtstunnel geführt, wo dann noch so ein kleiner, so ein kleines Hexenhäuschen stand, wo die Geschenke noch lagen. Da durften die durch so ein kleines, durch so einen kleinen Schlitz dann schauen. Und das war dann ganz, ganz toll. Aber dann, sie wussten, okay, da liegt mein Geschenk, aber da hinten ist der Weihnachtsmann. Mhm. Und dann sind die dann alle zum Weihnachtsmann, aber was heißt alle? Das waren jetzt nur immer wieder nur eine Familie. Mhm. Das war ja Pandemiezeit. Es war zu dieser Pandemiezeit immer erst nur mal eine Familie. Und dann wurde der Weihnachtsmann gesichtet und alle standen dann da erstmal mit kleinen Tränen in den Augen und haben dann dem Weihnachtsmann ihre Geschichte erzählt, bevor der Weihnachtsmann die Geschichten erzählt hat. Mhm. Und das war sehr, sehr emotional. Wer war der Weihnachtsmann? Thomas war der Weihnachtsmann. Okay. Ja, das ist ein Job, den ich sehr gerne mache. Ich habe eine schöne, tiefe Stimme und ich liebe das auch mit Kindern dann umzugehen. Und das war schon einmalig. Und man muss auch so sagen, das war jeden Tag ordnungsamte Polizei vor Ort, die uns eigentlich das Ding da dicht machen wollten. Und wir haben gesagt, wir ziehen es durch. Wir haben die Auflagen erfüllt. Wir haben immer nur eine Familie reingelassen, die dann eine Stunde auf dem Gelände war. Ja, und wir haben uns wirklich nach 3 Tagen, haben wir uns weinend in den Arm gelegen, das Orga-Team, weil wir waren so platt und so glücklich. Ja, war unglaublich. Und dann sind wir Heiligabend zurück, ne? Und waren dann irgendwie um 16 Uhr hier wieder in Herborn. Zu Hause in Herborn. Auch noch meine Mama und haben dann zusammen Weihnachten gefeiert. Ja, war schön. Und habt ihr das angemeldet damals? Es war angemeldet, aber wie gesagt, Ordnungsamt wollte uns das eigentlich untersagen. Wir hatten dann sogar einen hohen Polizisten, der damit übers Gelände ist und alles für gut befunden hat. Und es war sogar am letzten Tag der WDR da. Ah, okay. Witzige war, die sind mit, glaube ich,
6 Leuten oder 7 Leuten gekommen. Also Aufnahmeteam und so weiter, Reporterin. Es wurde auch live ausgestrahlt. Und die sind alle in einem einzelnen Auto gekommen, damit sie sich nicht gegenseitig anstecken. Also dafür werden dann eben auch GZ-Gebühren verbraucht. Alles Corona-konform, ja. Ja, und deine Frage war dann, klar, Lichterkette, Weihnachten 2021. Genau, da kommen wir gleich nochmal drauf. Mich interessiert, das war ja die größte Pandemie, die die Welt jemals gesehen hat. Hattet ihr da keine Angst, euch anzustecken, wenn ihr solche Sachen organisiert habt? Oder wie seid ihr dann, wie ist euch das bewusst geworden, vielleicht, dass da irgendwas vielleicht doch nicht stimmen könnte? Ich hatte in keinster Art und Weise Angst, mich anzustecken. Ich habe mein Immunsystem geboostert, das mache ich auch heute noch komplett. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal überhaupt krank gewesen bin. Meine Mama bekommt diesen Booster, diesen Vitamin-Booster bekommt sie auch. Und sie ist seit vielen, vielen Jahren nicht mehr krank gewesen. Wow. Und nein, ich hatte keine Angst. Und wenn es darum ging, andere Menschen zu schützen, das haben wir dann gemacht. Man hätte ja jetzt auch übertragen können, natürlich. Aber ich für mich hatte keine Angst, nein. Ich auch nicht. Also gut, wir haben die ersten Wochen, glaube ich, haben wir uns so ein bisschen zurückgezogen und gesagt, beobachten wir jetzt mal alles. Das ist ja Wahnsinn. Man hat jahrzehntelang ein ruhiges Leben geführt und auf einmal wird das so durcheinander gebracht. Ne? Da ist ein absolut tödliches Virus unterwegs. Aber nach, weiß nicht, 2-3 Wochen haben wir gesagt, hier stimmt irgendwas nicht. Es kam dann ja auch Meldungen, dass so Bilder und Aufnahmen zum Beispiel aus Bergamo absolut gefaked waren. Und so haben wir uns dann wieder an die Öffentlichkeit gewagt. Ja. Und ich bin auch ständig, alle 2 Wochen bin ich geschäftlich unterwegs. Ich habe nie irgendwo Probleme gehabt oder mich angesteckt. Und ja, wie gesagt, ich traue auch meinem Immunsystem. Zumal der Test aber nun auch nicht viel aussagt oder beziehungsweise auch auf kleinste Spuren von irgendwelchen Viren oder Bakterien anschlägt. Mhm. Na, das wissen wir ja inzwischen auch. Ja, wird ja immer mehr bekannt. Ja. Und abgesehen davon, dass man sich dieses Gift dann in die Nase rammen lässt, gibt es ja nun auch schon genug Studien, dass da wirklich genverändernde Mittel drin sind, gerade was Kleinkinder auch anbetrifft, die getestet werden. Das ist ein absolutes Unding. Ja. Ich glaube, ich habe in der ganzen Zeit jetzt, 2 Tests gemacht, maximal. Und fast nie Maske getragen. Es funktioniert auch ohne. Ich bin der lebende Beweis. Das sieht's aus. Jetzt sieht's ja lebendig aus. Ja, dann habt ihr angefangen, Spaziergänge, Kundgebungen zu organisieren, Herbern steht auf, ins Leben zu rufen. Seit wann macht ihr das jetzt? Wie lange? Welcher Zeitraum war das? Am 22. November letzten Jahres standen wir mit 13 Personen in Herborn auf dem Marktplatz an einem Montag. Und seitdem machen wir das. Das hat sich dann irgendwann so ergeben, dass wir Herborn steht auf gegründet haben. Ja. Mit natürlicher Unterstützung von einigen anderen Menschen, die dann irgendwann mit ins Team gewachsen sind. Und so ist immer das eine zum anderen größer geworden. Ja, ihr wart ja dann fast zwischendurch über 1000 Leute, die in Herborn auf der Straße sind. Und 1500 Leute waren unsere größte Demos. Mhm. Auf dem Schießplatz mit großer Leinwand, LED-Leinwand, guten Rednern. Das war schon unglaublich. Gut, ja. Wie ist das so für euch, Kundgebungen, Spaziergänge zu organisieren, zum Ordnungsamt zu gehen und das dann zu melden? Macht man das einfach mal so? Also ich habe früher nie an Demos teilgenommen. Ich bin seit 96 Unternehmer und immer viel um die Ohren. Habe mich allerdings auch unwohl gefühlt, dass andere Leute gegangen sind, ich nicht. Und dann haben wir gesagt, jetzt melden wir unsere eigene Demo an. Ich weiß noch, wir sind dann vor dem 21.12. mal unsere erste Demo 21 mit Alexander Krapko, du, meine Wenigkeit. Zum Ordnungsamt wollten unsere erste Demo anmelden und Herzschlag und alles im Hintergrund hat gewartet, was passiert da jetzt? Alle wollten auf die Straße, und das war eigentlich ein Klacks, unsere Demo da anzumelden. Ich meine, jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und auf eine Demonstration. Und das war auch gleich sehr erfolgreich, unsere erste Demo. Richtig Spaß gemacht. Aber man muss aufpassen, man muss höllisch aufpassen. Ich meine, ich sehe es ja, meine ganzen Prozesse, die da anstehen, kleinsten Fehler werden aufgegriffen und mit denen ich dann vor Gericht gezerrt werde. Was war das für ein Fehler? Du, das Erste war jetzt, dass ich, das war ja mein erster Prozess vor ein paar Wochen, dass ich angeblich die Verfügung nicht richtig vorgelesen habe.
Und ja, jetzt war es ja die Sache mit der Lichterkette, was angeblich eine Demonstration war und Veranstaltung, die es aber nicht war. In meinen Augen, Gericht hat anders geurteilt, aber da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu. Da kommen wir gleich noch dazu, genau. Ja, da musst du halt aufpassen, dass du genug Ordner hast. Und wir sehen ja eigentlich alle, die im Moment Demos in Deutschland veranstalten, werden irgendwo verfolgt. Man sieht das nicht gerne, ne? Dass da Leute sind, die im Widerstand gehen, berechtigt in Widerstand gehen. Und da wird halt hinterhergegangen. Kennen wir ja genug Beispiele. Ja, Herborn steht auf, ist ja sehr kreativ. Was habt ihr so gemacht? Ich glaube, da waren ja immer irgendwie ein anderes Motto. Ich glaube, das ist auch so euer Geheimrezept gewesen, dass die Leute dann einfach auch jeden Montag wieder da waren und präsent waren. Ja, es wurde halt jedes Mal ein anderes Motto ausgewählt. Es war jetzt immer, es war nicht immer das Gleiche. Natürlich sind wir für die gleiche Meinungsfreiheit auf die Straße gegangen. Und das heißt jetzt auch nicht, dass wir auf die Straße gegangen sind, weil wir gesagt haben, es gibt keinen Corona, sondern wir sind da auf die Straße gegangen, ganz klar, dass wir sagen, wir sind gegen diesen Impfzwang. Mhm. Aber wir sind auch immer wieder auf die Straße gegangen mit einem neuen Motto. Und dieses neue Motto, das hat irgendwie immer so zusammengehalten. Da kam schon immer die Frage aus dem engeren Kreis oder aus dem großen Kreis auch, was wird es denn diesmal wieder werden? Mhm. Also das war dann schon schön, da gab es auch dann diesen gewohnten Spirit. Das hat richtig Spaß gemacht. Also es war dann nicht nur einfach eine Demonstration, sondern das war wirklich mit Herzblut auf die Straße gehen. Wir hatten ja Themen wie, wenn die Masken Trauer tragen. Dann hatten wir Monday. Wir hatten Final Countdown. Das war dann kurz vor der Impfentscheidung im Deutschen Bundestag. So hatten wir jedes Mal etwas Neues. Ne? Ja, und das hat, denke ich, auch Leute gezogen. Ne? Da passiert was in Herborn. Und der Erfolg hat uns eigentlich recht gegeben. Ja. Gab es da Erlebnisse mit Polizeiordnungsamt? Wie war das so? Wir haben erlebt, wie unser Equipment unter den Augen von Polizei und Ordnungsamt zerstört wurde. Luftballons, Herzluftballons vor den Augen von Kindern. Die Leute sind bekannt, aber wir haben Strafanzeige erstellt. Leider nicht weiter verfolgt worden, weil die Leute angeblich nicht festgestellt werden konnten. Das war zu dem Zeitpunkt, wo gewisse Leute das Rathaus vor uns geschützt haben, weil wir ja so böse sind. Was haben wir noch erlebt? Wir haben erlebt, dass eine Frau in eine enge Gasse gezogen wurde und von einem Polizisten in die enge Gasse gezogen wurde, weil sie keine Maske getragen hat. Und sie hat auch jetzt noch eine Maskenbefreiung. Mhm. Und sie kann seitdem nicht mehr durch dunkle Straßen gehen. Mhm. Sie ist im Vorfeld schon ein bisschen angegriffen gewesen, weil sie in früheren Zeiten schon mal angegriffen wurde. Mhm. Und dieser Polizist hat sie einfach reingezogen und als man ihr helfen wollte, als also eine Freundin von mir ihr helfen wollte, wurde diese Freundin zurückgezogen und man hat sie nicht zusammengelassen. Und seitdem kann diese Person, also diese Frau, nicht mehr alleine durch dunkle Straßen gehen. Mhm. Ja, das war so ein Unding hier, die Maskenpflicht. Wetzlar ist die ganze Zeit ohne Maske gelaufen. Herborn muss man plötzlich Maske tragen. Ja, ihr liegt auch höher, oder? Wie setzt ihr? Ist das eine andere Luft? Verbreitet sich das schneller. Ja, oder noch ein Beispiel, da ist ein sehbehinderter Mann in eine Gasse gezogen worden. Der sollte dann seinen Ausweis zeigen. Hat aus Versehen eine Gesundheitskarte abgegeben oder Krankenkarte. Und dann hat der Polizist angefahren, ob er denn zu blöd wäre, seinen Personalausweis zu zeigen. So eine Vorfälle hatten wir hier. Oder jetzt unser Ordner da, der am Rewe von dem Polizisten durchgeschüttelt worden ist, über einen halben Parkplatz geschleift und dann von seinen Kollegen an eine Wand am Rewe-Markt gestellt. Hat übrigens auch einen Freispruch gegeben, also der wird nicht weiter verfolgt. Hat es auch keinen Grund gegeben, also das Gericht auch so erkannt oder die Staatsanwaltschaft in Limburg. Also ganz schlimm, was hier in Herborn teilweise abgelaufen ist. Und das muss ich dazu sagen, hier hat es keinen einzigen Zwischenfall gegeben. Die Demos waren friedlich, es war immer ein sehr, sehr angenehmes Publikum. Ja. Ja. Was du erzählst, das sind ja sonst so die Bilder, die man im Fernsehen sieht, ja, dass dann jemand von einem Polizisten irgendwie schon ein bisschen schärfer angegangen wird und massiv angegriffen wird. Auch hier gibt es solche und solche Polizisten. Wir haben auch sehr gute Gespräche gehabt mit Polizisten, mit jungen Polizisten gerade, die auch, ja, auch mal einen Daumen hoch zeigen. Mhm. Wir haben es in allen Städten erlebt. Wir waren ja eigentlich überall. Wir waren in Olpe, wir waren in Eisenach, wir waren in Frankfurt, wir waren in Wetzlar und. Auch da haben wir immer unterschiedliche Szenen erlebt. Ne?
Wir haben auch mal eine Einkesselung erlebt in Frankfurt, war auch sehr spannend. Aber auch da konnte man eigentlich friedlich dann mit den Polizisten das Ganze auflösen. Es ist halt immer so, wie man auf die Leute zugeht und wie man mit den Leuten redet. Ja. Es gibt natürlich auch da sicher Polizisten, die gehen dahin, haben vielleicht auch einen schlechten Tag und knüppeln auf die Leute los. Dann kommen wir doch mal zurück auf das, auf die besagte Weihnachtsfeier, wo jetzt ein Gerichtsurteil gesprochen wurde. Was habt ihr gefeiert? Warum? Was war da passiert? Ja, wir haben ja alle mitgekriegt, was 2021 für ein schlimmes Jahr war, was da für eine Hetze betrieben war. Weihnachten stand an. Wir wussten von vielen Leuten, die wir halt auf den Demos kennengelernt haben, gerade in Herborn auch, da hat es ja nur noch enge Kontakte gegeben, dass sie ausgegrenzt wurden. Die durften nicht mehr zu den Betriebsfeiern. Die wurden teilweise von den eigenen Familien ausgegrenzt. Also ganz, ganz schlimm. Und da habe ich einfach gesagt, wir müssen Heiligabend uns mal irgendwo treffen, gerade mit den Leuten, die sonst alleine wären. Also ganz ehrlich, das gibt auch Leute, die sind suizidgefährdet. Und ich glaube, wir haben da Leute aufgefangen. Ja. Und haben dann ein Treffen gemacht, ein privates Treffen in freier Natur. Als wenn ich heute, sag ich mal, in Ostfriesland Boseln gehen würde oder mit mehreren Leuten Schlitten fahren. Mehr war das nicht. Und dafür bin ich dann vor Gericht zitiert worden, weil ich angeblich eine Demonstration durchgeführt habe oder eine Veranstaltung. Wir haben dort keine Meinungsbildung gehabt und nichts. Wir haben da Glühwein getrunken, wir haben Weihnachtslieder gesungen. Wir wollten den Kindern was ein besonderes Gefühl geben in freier Natur. Und dafür wurden 30 Tagessätze auf 50 Euro angesetzt. Und ich bin dann rausgekommen mit 30 Tagessätzen, 30 Euro, halt sprich 900 Euro. Und die Verhandlung hat 2 Stunden gedauert. Es war unglaublich, was sich da abgespielt hat. Und ja, wir waren hinterher also fassungslos. Ja, weil einfach die Gerechtigkeit hier nicht siegt. Mhm. Hier ist eine Person unterwegs gewesen und die ist nach wie vor unterwegs in allen Kanälen, um nur Hetze zu verbreiten und um nur Schlechtes zu verbreiten Leute anzuzeigen, die überhaupt gar nicht weiß, um was es geht, die sich im Endeffekt dahinstellt oder dahinsetzt und sich als Opfer sieht. Mhm. Und das ist das Schlimme. Denn wenn sie einfach mal dabei gewesen wäre, dann hätte sie gemerkt, dass wir da von Mensch zu Mensch unterwegs sind. Mhm. Dass sich Kinder gefreut haben, die endlich mal wieder raus konnten. Ja. Es wurde aufgerufen, ihr kommt einfach vorbei, ne? Mhm. Habt festes Schuhwerk, bringt eure Kinder mit, eure Hunde mit und wir haben einfach mal 2 schöne Stunden. Und dann wird man so vorgeführt, das ist das allerletzte, was diese Person einem, ich will mal sagen, nicht nur antun kann, sondern ich glaube, das Karma schlägt irgendwann mal zurück, denn sowas, was sie da angetrieben hat, das ist einfach nur widerlich. Das ist Weihnachten gewesen, es ist Heiligabend gewesen. Und hier ging es nicht um ungeimpft oder geimpft, sondern hier ging es um Menschlichkeit und Wärme und Herzenswärme und Herzmenschen. Und dann kriegt man hier so einen Schuss von Bug. Und da habe ich gedacht, das darf nicht wahr sein. Das darf einfach nicht wahr sein. Aber gut. Wir müssen auch das Positive sehen. Wir haben eine unwahrscheinliche Solidarität in dieser Woche bekommen. Ja, unglaublich. Also letztendlich haben wir das Geld zusammen. Das war innerhalb von, glaube ich, 3-4 Tagen schon. Ja. Aber ich bin jetzt in Berufung gegangen. Ich habe letzte Woche Freitag beim Gericht in Dillenburg meine Revision eingereicht. Mhm. Witzigerweise habe ich auch noch den Richter getroffen auf dem Flur, der also auch entrüstet war aufgrund der Medienkampagne, die da betrieben wurde. Ich habe eine ganze Seite im Herborner Tageblatt bekommen. Und mit vollem Namen und da war er auch schon erschüttert. Und ich habe ihm noch gesagt, wissen Sie, was ich Ihnen noch gesagt habe im Gericht? Sie bieten den Leuten eine Plattform, die solche Leute wie uns anzeigen und das wird jetzt ausgeschlachtet. Ne? Genau das ist passiert. Und was hat der Richter dazu gesagt, dass da dein voller Name in der Zeitung zu lesen war? Das fand er nicht gut. Also mehr konnte er sich jetzt sicher auch nicht äußern. Und ich habe mir dann noch freundlich das Zimmer gezeigt, wo sie die Revision einreichen kann. Alles gut, ich bin noch nicht böse auf den Mann. Ich weiß, was da im Hintergrund läuft. Ich habe da Verständnis für, ich gehe da nicht im Zorn rein oder raus. Es ist jetzt so, wie es ist, aber es haben sich dadurch auch wieder sehr viele positive Sachen ergeben. Da kommen jetzt
vermutlich ja noch einige Kosten auf dich zu. Kann man dich da unterstützen? Gibt es da eine Sammlung? Ja, wie ich schon gesagt habe, wir haben das Geld durch die erste Sammlung drin. Zu meinem ersten Prozess ist auch schon was zusammengekommen. Die Rechtsanwältin, die ich mir jetzt genommen habe, die prüft die Unterlagen. Das wird schon sehr teuer und dann wird entschieden, ob wir die Revision aufrechterhalten. Wie gesagt, das ist alles in der Schwebe. Das kann jetzt noch 5 bis 7 Wochen dauern, bis sie die Akten zur Verfügung bekommen hat und dann wird weiter entschieden. Mhm. Ja. Also wenn ich Hilfe brauche, mir ist es sehr peinlich und unangenehm. Ich denke, wird das bekannt, wenn da noch der ein oder andere Cent zusammenkommen muss. Aber ich selber muss natürlich auch was tragen, aber Solidarität ist schon toll. Was haben die Medien da für eine Rolle jetzt in Bezug auf die Corona-Situation, wie sie ist? Ja, wir müssen ja sehen, dass die Medien letztendlich von den verantwortlichen Politikern oder vom, ich nenne es mal Staat, Gelder bekommen. Erstmal sehr viel Werbegelder, damit sie die ganzen Corona-Kampagnen abdrucken oder auch im Fernsehen zeigen. Und wir wissen natürlich auch, dass dieser Widerstand, den wir leisten, dass der gebrochen werden soll. Auch da sind die Medien komplett eingeschaltet. Und wir reden ja auch von Mainstream-Medien. Und das sehen wir hier auch sehr stark. Ne? Gerade der Verlag hier, VRM, was der da betreibt, der mich also auch, wirklich, das ist eine öffentliche Hinrichtung. Jetzt wieder nach dem letzten Prozess eine ganze Anzeige. So viele haben ja Putin und Joe Biden nicht. Und dann, ja, mein Name und... Es war ja nun auch so schon, dass ich in meiner alten Heimat ein Riesenbericht drin stand. Ich komme nicht, wie fälschlicherweise oft erzählt wird, aus Dortmund. Ich komme aus Minden und dort war ein Riesenbericht. Ehemaliger Hiller-Unternehmer veranstaltet Großdemos in Hessen mit vielen falschen Fakten. Interessant war dann auch, dass eben noch nicht mal der Journalist, der diesen Artikel gedruckt hat, drunter stand. Normalerweise stehen immer Kürzel da. Mhm. Auch das wurde ausgeblendet. Und ich habe in Minden mal nachgefragt, weil ich die Leute kenne vom Minder Tageblatt. Also es war schon etwas komisch, was da gelaufen ist. Warum bringt man meiner alten Heimat solche Artikel? Weil man mir schaden will. Dass auch dort hinten publik gemacht wird. Ne? Und teilweise hat es auch Wirkung gezeigt, aber ist mir völlig egal. Ich gehe da gestärkt raus. Ja, und auf der anderen Seite, wir haben ja immer wieder versucht, mal die Gegendarstellung in die Zeitung zu bringen. Das wurde ja immer nur negativ berichtet. Mhm. Ne? Und dann wurden auch die Leserbriefe noch abgedruckt, die negativen Leserbriefe. Mhm. Aber es wurden niemals Leserbriefe aus unseren Reihen abgedruckt. Mhm. Das wurde immer wieder versucht. Wir sind an die Medien herangegangen und wollten einen vorgefertigten Bericht einfach mal abdrucken lassen. Das wurde einfach abgeschmettert. Mhm. Das, was gedruckt wird, ist einfach nur das, was die wollen. Mhm. Und da sieht man genau, was dabei herauskommt. Mhm. Interessant war ja, der Hessische Rundfunk musste sich ja einmal öffentlich entschuldigen. Da bin ich dann hinterhergegangen, weil es ja hieß, bei uns würden Nazis mitlaufen. Mhm. Dafür haben sie sich dann entschuldigt und haben das korrigiert. Wurde das veröffentlicht? Konnte man das ja, lesen? Ja, das konnte man im Radio hören. Okay. Ja. Und dann haben wir noch was gehabt. Ach so, im Verfassungsschutzbericht werden wir schon gar nicht mehr erwähnt, Herborn. Auch das haben wir ja neulich nachlesen können. Und ich bin da ja auch oft hinterhergegangen und habe gesagt, so, da war ja auch ein Verfassungsschutzmann, der hier regelmäßig Vorträge hält vor Presse und Politikern und der dann auch behauptet, dass aus solchen Bürgerbewegungen, wie wir es in Herborn sind, Attentate veranschlagt werden. Und dann habe ich den angeschrieben, wer denn darauf kommen würde. Ich habe also auch nie eine Antwort bekommen. Es ist schon sehr interessant, was da so läuft. Ja, Wahnsinn. Ja, wenn man euch dann so privat kennenlernt, dann kann man das nicht glauben, was da passiert gerade. Im Moment haben wir uns ein bisschen zurückgezogen, um auch mal wieder Luft zu kriegen, weil das waren schon harte 13 Monate jetzt, muss man echt sagen. Da sind ja auch Sachen gelaufen wie Anfeindungen, wie anonyme Briefe, anonyme Mails. Mein Reifen ist aufgeschlitzt worden. Das ist schon eine heftige Nummer. Ja. Ne? Und das in einer Zeit oder in einer Phase, wo man ganz genau weiß, dass ich mit meiner 85-jährigen Mutter auch dieses Auto benutze, hat man diesen Reifen so aufgeschlitzt, dass wenn man mit 140, 150 auf der Autobahn fährt, wäre das Ding geplatzt. Mhm. Also das war jetzt echt schon mal ein richtig heftiger Anschlag. Und da sieht man einfach, wie weit die gehen. Und das ist der Hammer, wenn man immer als ganz normaler Bürger unterwegs ist, zahlt seine Steuern, ist
ja, ist den ganzen Tag friedlich unterwegs und wird als rechtsradikaler Neonazi beschimpft. Das ist schon hart am Anfang gewesen, aber mittlerweile stehen wir beide da ziemlich drüber. Ne? Denn wir sind es nicht, wir sind ganz normale Menschen aus der Mitte. Und wer meint, uns immer noch so bezeichnen und betiteln zu müssen, der soll es einfach auch tun. Wir sind ja letztendlich zu einem Umkehrschluss gekommen. Herborn heißt ja so schön, Herborn ist bunt, habe ich gelernt. Ich muss schon sagen, das ist schon sehr braun hier, was hier läuft, weil es wird ja immer gesagt, während den Anfängen, genau das ist uns zugestoßen. Wir sind Verfolgte, von uns geht keine Gefahr aus, aber wir sind dermaßen denunziert worden hier und auch Leute angegriffen worden. Die werden heute noch angegriffen, weil sie bei uns auf den Demos mitlaufen. Ich denke, wir haben Meinungsfreiheit in Deutschland. Zur Demokratie gehört Meinungsfreiheit. Da haben wir auch ein schönes Banner. Ne? Hier stehen die Verfolgten ihrer Meinungsfreiheit. Am besten Einheitsbrei, alles glauben, was in den Mainstream-Medien kommt, dann ist alles gut. Nichts sagen, nicht aufmüpfen, ja. Und dann passt das schon. Ja. Und das sind ja, schlimme Erfahrungen, wir haben es gerade geschildert, die wir da gemacht haben. Gibt es da Zusammenhänge weltweit? Gerade auch die Pandemie war ja jetzt weltweit und steht da was Größeres dahinter? Da gibt es Auffälligkeiten. Also wir reden ja einmal von dem Great Reset, da ist sicher was dran. Ja, du wirst nichts mehr besitzen und du wirst glücklich sein. Die Digitalisierung spielt eine große Rolle, dass wir demnächst auch kein Bargeld mehr in Deutschland haben. Und die Pandemie spielt natürlich damit rein. Die Pharmakonzerne verdienen ein Riesengeld mit und werden dann natürlich hofiert, weil da ist Geld mit zu verdienen. Und da springen natürlich auch alle auf, gerade wenn es auch ein deutsches Unternehmen ist wie BioNTech. Wir haben es ja bei Wirecard gesehen, was da gelaufen ist. Alle haben so mitgezogen, tolles Unternehmen. Ja, was ist, das waren die größten Betrüger. Und diese Fälle hat es ja oft das in Deutschland gegeben. Die werden von der Politik hofiert. Ne? Und ja, was dabei rausgekommen ist, sehen wir ja, ich habe selber bei Wirecard viel Geld verloren. Nicht, weil ich gezockt habe, sondern weil ich ja einem DAX-Unternehmen und dem deutschen DAX vertraut habe. Ja, schiete was. Ja, und ich denke auch dieses 5G zum Beispiel, soll mir mal einer erzählen, dass 5G irgendwas für uns gebracht hat. Es wird nichts schneller und so weiter. Ich bin kein Schwurbler, aber ich denke, dass da irgendwie ein Zusammenhang auch bestehen könnte zwischen den Impfungen. Wir wissen wirklich nicht, was wir da reingespritzt bekommen. Es wird alles geheim gehalten, Seiten werden geschwärzt von Untersuchungsberichten. Wir wissen, was von der Leine abzieht. Es ist schon alles sehr, sehr merkwürdig, was da im Hintergrund läuft. Aber es wird immer mehr bekannt mittlerweile. Genau. Es gibt Studien, deshalb seid wachsam. Kann man nur jedem raten, guck da genau hin. Wird es eine weitere Weihnachtsfeier geben? Ja, das auf jeden Fall. Das wird jetzt eine Kultveranstaltung, gerade jetzt, wo ich dann auch eben für verklagt worden bin und schuldig gesprochen bin. Da machen wir eine Kultveranstaltung von den nächsten Jahren. Und ja, das kann ich allen sagen, 24.12. Heiligabend wird es wieder eine Lichterkette geben, aber diesmal natürlich angemeldet.